War das jetzt schon in der Aufnahme Ja, drin? du bist schon auf Sendung. Ich bin schon auf Sendung, warum sagt mir das denn keiner? Ja, vielleicht habt ihr euch erst gewundert, dass Vielleicht ich liegt nicht die es Einleitung daran, mache. vielleicht liegt es daran, weil ich losgesagt habe. Vielleicht sollten wir einfach mal im Allgemeinen das aufnehmen, was wir vor dem Review alles so bequatschen. Vielleicht. Ja, wir sind hier, Survivor Series 2011, WWE, Pay-Per-View, Madison Square Garden, los geht's. Und Otis schläft noch halb, wie man Ja, merkt. ich check grad gar nichts. Das ist nichts Okay, Neues. wer waren unsere Moderatoren? Vielleicht kannst du uns da helfen, Otis. Unsere Moderatoren, Michael Cole, Jerry Lawler und Booker T. Was hatten wir denn heute für ein sehr schwules Lied, das ich gehasst habe? Was war das? Ach, Good Feeling von ich weiß nicht, was das Flowrider. von Florida war und ich hab's wirklich gehasst. Ich will es Es gar nicht mehr hören. war Good Feeling von Flowrider. Ja, falls ihr euch das Lied besorgen wollt, falls ihr es auch genauso gehasst habt wie ich. Es war nicht gerade sehr passend, weil es war irgendwie zu. Ich weiß gar nicht, wie ging das überhaupt? Good Feeling, scheint Schwul. irgendwie so ein paar Rockakkorde reinzuzimmern. Aber Wir gut, waren ja heute auch das. in einem geschichtsträchtigen Abend, der 25. Survivor Series. Ich weiß, Anniversaries in Wrestling, wenn wir uns erst darüber unterhalten, ne, Ich sind wollte nichts gerade Wichtiges. sagen, Aber für mich sind sie irgendwo immer noch wichtig. Ich liebe Daten und Zahlen. ich glaube, darauf gehen wir auch mal im Blow-off ein, über Anniversaries im Wrestling. Ja, wieso nicht, ne? Wir haben ja Zeit. Aber wir sind jetzt nicht mehr Blow of Dawn, sondern wir sind bei. Survivor Series 2011. Freust du Kommt dich, hin. Ösi? Nein! So, liebe Leute, dann fange ich doch gleich mal an mit dem Main Event des Abends, ja? Der Main Event des Abends war nicht John Morrison gegen Dolph Ziggler an sich, sondern die Fans, die wirklich heute Abend eine großartige Leistung mal wieder abgeliefert haben. We want Ryder. Ja, genau. Im Prinzip, wir hatten jetzt 10 Minuten 42 auf der Uhr vor uns zwischen Dolph Ziggler und John Morrison, aber eigentlich ging es in dem Match um, ja, wir wollen eigentlich Ryder sehen. Gut, das Match an sich war nicht schlecht, aber einfach unter dieser Zusammenhang, ich meine, der Jobberkönig John Morrison soll jetzt plötzlich als United States ernsthafter Gefahr aufgebaut werden. Naja, lassen wir das. Ja, die Fans wollten Ryder. Das wollten sie heute übrigens noch öfters. Die Fans haben sogar später noch The Fink gechantet, ab und zu später. Ich glaube sogar den ganzen Abend. Also fast in jedem Match hat man Ryder-Rufe gehört. Das ist, Wir das sind war in New schon ziemlich York. heftig. Der Mann, der sich Ja. selber overgebracht hat, und ja, es ist seine Heimatstadt. Eben. Ja, aber natürlich, die WWE schafft es nicht, ihn irgendwie in das Match zu ziehen. Da wird ja das Das, Match gleich doppelt unansehnlich für mich. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich das Ganze nicht sehen wollte, dieses Match. Aber gehen wir doch mal aufs Match selber. Das Das Match Problem nicht ist, sehen. wir hatten irgendwie hier Mr. Bedeutungslosigkeit gegen Mr. Unnötigkeit. Nein, also Jomo ist im Ring leider doch gut, auch wenn er hier. Jomo ist Er war in dem nächste Match Woche weg. unnötig. Er war in dem Match unnötig. Was sollte denn dieses Match? Warum auf einmal Aber wollte Jomo? wahrscheinlich nochmal einen schönen Abschied geben, Den bevor er schönen seinen Abschied Vertrag bekommt auslöst. er nächste Woche. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Er bekommt einen Jobber, also einen Job und kündigt dann. Also der Vertrag läuft aus nächste Woche. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn ein schöner Abgang? Er muss gegen, egal, dazu am Schluss des Er Matches. durfte mal wenigstens in einem Titelmatch stehen gegen Vicky Ja, Guerrero. toll. Im Opener um den United States Titel Da passt gegen der Titel aber auch hin. Douglas Das Vicky zeigt Guerrero. einfach, nur, dass wie Wie unbedeutend dieser unwichtig Titel der ist. ist. Wisst ihr, wann die letzte interessante Fehde um diesen Gürtel war? 2007. War Warte, Chris das? Jericho gegen Das war der Rey Mysterio? Ah, Intercontinental-Titel. fuck, stimmt. MVP gegen Matt Hardy. Ja. Richtig. Ja, Tolle stimmt. Fehde. Ja, bis zur Verletzung vom Dicken. Ja, und Aber sagen dann wir es haben mal sie es in die so, Länge gezogen und lass es uns doch wurde mal jetzt hier wieder schmal. auf das Match kommen. Wir hatten diesen Match natürlich wie immer von dem lieben Jomo, High Flying ja, Spot Monkey, ne? Und Ziggler hat es mit Technik versucht, war kein schlechtes Match an sich. Der Sleeper Hold kam auch durch. Dann dieses seltsame, wie der Sleeper Hold sein neuestes Mal abgewertet hat, das sieht immer sehr lächerlich aus, aber irgendwie jemand hält sich am Seil fest und ja, den nach hinten so weg. Das dumm. Ende des Matches, Starship Pain geht daneben, soweit ich weiß, oder irgendwie auf die Knie. Und danach kommt der Zigzag, ein Finisher, den ich total nicht leiden kann. Geht. Finde Ja ich gut, nicht schlecht. wir kommen noch später zu schlechteren Finishern, ne? Sag mal Wade so. Barrett! Ich sag mal so. Der finnische Name erinnert mich an Pokémon. Ja, Ich Zigzag. auch, ja. Zigzag, du bist dran. Nein, aber jetzt kam ja eigentlich das Wichtigste, denn danach ging Vicky erstmal ans Mikrofon und musste natürlich auf die Rewind Rider Chance eingehen, wie man das irgendwie allgemein muss. Ich erinnere nur an das Dark Match von Raw vor 2 Wochen.
Rhino, Entschuldigung. Sie wurde übrigens im Match auch rausgeschmissen. Ja, und kam dann trotzdem am Ende nochmal rein, aber pff, das interessiert nicht. Und sie sagte, Ryder ist gar nicht da, aber die Fans wollten Ryder sehen und der kam dann auch raus, erstmal auf die Fresse gekriegt von Ziggler, so das typische Ryder-Ding, total overhyped in den Ring rein, kriegt auf die Fresse und zeigt seinen Rough Ryder am Ende noch. Also pff, Adolf musste damit eine ganz schön schwäche Tine Wittler. Wie kommst du auf Tine Wittler? Adolf Ziggler, ja. Das. Ja. Gut. Okay. Ja, anschließend waren dann auch die Ösi-Wars dran. Hallo, ich bin auch. Achso, er wollte noch was sagen. Genau, der Ösi wollte was sagen und dann ja, wollte komm. Ich noch kurz was sagen. Ein paar Worte aus Österreich. Jo, Ziggler Morrison. Wie oft gab es diese Kombination schon in den letzten 2 Jahren? Ja. 30 Mal? Kingston Ziggler. Ziggler ist so ein Typ, der kriegt irgendwie nur die gleichen Gegner vor die Nase gesetzt. Kann das sein? Kader. Uno momento. John Morrison, das haben wir ja gleich. Gegner. Ja, währenddessen wollte ich noch ganz kurz sagen, dass 95 ja. Kämpfe gab es zwischen Ziggler und Morrison. Alle im Free TV? Alle im TV? Nicht. Natürlich nicht alle im TV. Ja, aber an und für sich darf man sagen, dass wir diesmal übrigens auch nicht unser Wettspiel gemacht haben, weil der Ösi nicht aufzufinden war diesmal. Er war ja. nicht, er war zwar nicht aufzufinden, das lag auch daran, dass er lernen musste für die Uni. Er war Schwuchtel. Tief in Wien verschollen gewesen. Soweit ich gehört habe, war in Kanada. In einem Lokal. Das Lokal hatte einen weiblichen Namen. Angelina? Es war Lokal Angelina, da hat er sich 2 Wochen lang wohl ungefähr verkrochen, unter dem Vorwand, er müsste lernen und war dann nicht aufzufinden wegen unserem Tippspiel. Ist aber auch egal. Jetzt hat er eine 1 in Bio, soweit ich gehört habe. Ich studiere nicht Bio. Egal. Apropos, nimm deine Baldrian, wo wir gerade bei Frauen sind. Ich glaube, oh, das möchte uns was erzählen. Lass mich euch was über Frauen erzählen. Wisst ihr, Frauen sind wunderbar. Vor allen Dingen, egal. Was redet sich in die Scheiße rein. Angie hört bestimmt zu. Nee, eigentlich nicht. Lamba Jill Match. Unnötigkeit. Da wollten wir wieder so, die WWE präsentieren, wie viele Silikonbehandelten Titten wir doch hier haben. Kannst du doch bitte erklären, was ein Lamba Jill Match ist? Darauf würde ich eingehen, wenn du mich mal meinen Satz entsprechen würdest. Ich nicht. Ösi, hast du manchmal ein bisschen zu eilig, also. Ne? Beth Phoenix gegen Eve Torres, zwei, die man kann sagen, was können. Ein Lumberjill-Match, einfach nur eine andere dumme Schreibweise des Lumberjack-Matches, wo einfach nur ein Haufen Wrestler oder in diesem Fall Divas um den Ring herumstehen und einfach eigentlich verhindern sollen, dass die irgendwie rausgehen, irgendjemand eingreift oder können auch auf die einkloppen, was auch immer. Und wie es immer in solchen Lumberjill-Matches oder Jack-Matches vorkommt, es passiert 2 Mal, dass jemand rausfliegt, gefühlt. Es ist bedeutungslos. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Der einzige Grund, warum man ein Lumberjill-Match ansetzt, ist, um zu zeigen, wie viele silikonbehandelten Titten man noch in der WWE zur Verfügung hat. Und dementsprechend standen auch genug dieser Prachtexemplare draußen rum. Und ich bin sehr froh, dass ich für die meisten nicht mal den Namen kenne. Ja, ich auch. Und ich bin froh, dass ich jeden Namen kenne. Ja, das ist ja das Traurige. Zu dem Match an sich. War die bei einem Autounfall im Prinzip. Man konnte nicht hin und wollte nicht weggucken. Die ersten andersrum. Geschätzten 3 Minuten nicht hin, aber man musste hingucken. Waren ein totaler Schund. Man hat das Gefühl, entweder die Chemie funktioniert gar nicht und alles, was sie da irgendwie versucht haben. Wir haben auch gedacht, die haben kein Skript bekommen. Irgendwie. Ja, das hat mir wirklich das Gefühl, dass die beiden einfach kein Skript bekommen haben. Oder das Skript war so scheiße. Da stand nur das Finish drauf. Da stand nur das Finish drauf, denke ich mal. Weil das Finish war wirklich das Schönste am ganzen Match. Und so ein das Finish... Sah, so ein gut aus. Finish möchte ich bitte in einem guten Beth Phoenix Match sehen, was auch mehr als 10 Minuten In-Ring-Zeit zulässt. Und es wäre ganz schön, weil Eddie. Leute, ganz ehrlich, ich habe gleich keine Lust mehr. Eddie. Ein 10 Minuten Damen-Match bei der WWE. Träum weiter, Otis. Habe ich das gerade richtig gehört? Was denn? Wir sind bei der, das ist die falsche Liga. 10 Minuten Damenmatch, wann gab's das letzte Mal? Trish Stratus gegen Mickie James 2006 vielleicht? Ganz gerne in einem guten über 10 Minuten Match von Beth Phoenix gegen eine Gegnerin. Ich weiß nicht, was mit Eve Torres an dem Tag los war, aber vielleicht gegen eine Gegnerin, mit der sie etwas besser harmonieren könnte, wie beispielsweise Natalie Neidhart. Und dann bitte dieses Finish. Das war ein Top Rope
Glam Slam, bei dem man ein bisschen das Gefühl hatte, dass, es sah ein bisschen komisch aus, weil Eve fast von selber hochgestiegen ist. Aber sonst hartes Damenfinish, nett anzusehen. Einziger positive Punkt, sonst das Match war rotz. 4 Minuten 33. Das kann man auch wertlos nennen. Pinkelpause. Das mussten sie irgendwie auf die Karte quetschen und es ist wieder mal so, die Damen werden verheizt bei WWE. Die brauchen man sieht ja es mal, wie das man quetschen. Gutes Stichwort: 4 Minuten 30 ist Quetschung. Ja. Quetschung! So, und nach diesem tollen Match haben wir das Wichtigste des Abends: eine Werbung für das WWE 12 Spiel, das kein Schwein braucht. Ja. Weil es eh seit 5 Jahren dasselbe ist und die guten Sachen nimmt man raus. So the best game ist, I've ever seen. Weil es so nervig ist, sollte man einfach mal erwähnen, dass zwischendurch ja schon 10.000 Mal die Ankündigung kam, never before, never again. Ja. Diesen Satz kann ich nicht mehr hören. Never before, never again. The Rock, John Cena. The most charismatic tag team in all of WWE. Jetzt. Bla. Auch sind wir zum Glück nicht so. Wir sind jetzt beim wichtigsten Mann der WWE, David Yotunga. In der Kabine von der Mann, der mit einer Hübschen verheiratet ist, mit einer Berühmten. Mit einer Berühmten, sie sagen es. Mit wem denn? Vanessa Hudson, nee, wie heißt sie? Jennifer Hudson? Irgendwie so. Gib mir eine Minute. Genau, du hast 10 Sekunden. So, liebe Leute, in der Zeit werde ich euch etwas über Vaseline erzählen. Es ist Jennifer Hudson. Vaseline, okay. Jennifer Hudson, okay, wusste ich doch. Auf jeden Fall eine Schwatte, also genau wie er. Was zur Hölle? Ich meine, David Otunga wurde letztens von John Cena treffend als Carlton Banks bezeichnet und er soll Hillary doch bitte sagen, dass sie immer noch hot ist. Ja. Yeah. Wie dem auch sei. Ich gehe einfach mal nicht drauf ein. Es ist halt bei CM Punk gewesen. Und was wollte er dort? Naja, eigentlich unnötiger Storyline-Scheiß. Ja, ich. Eine Klage von Cole wegen der Attacke bei Raw, was da letztens war und. Ja, schwachsinnig. Ja, das ist irgendwie Otungas Gimmick zur Zeit. Er darf nerven. Männlich. Und also dann richtet er noch vom John Laurinaitis aus, dass er sich entschuldigen soll bei Michael Cole. Mhm. Und Punks Antwort einfach, ja, ich überleg's mir, weil ich den Titel gewonnen habe. Meine Krawatte ist auch scheiße. Tschüss. Ja, und dann sind wir schon... Oh Gott, bitte tu es einfach kurz abhandeln in 1000 Catchphrases. Finally! The Rock geht mir wieder auf die Nerven! Ja, seit 10 Jahren. Ich hab gelacht. Seit 8 Jahren das erste Mal, dass er uns wieder richtig auf die Eier geht. Wie war's? Kicks to asses? Oder was sagt der Marais? Boots to asses. Finde ich ganz nett, dass er mal eine neue Catchphrase noch macht, die er jetzt auch noch 8-mal in einem in einer Promo reinquetschen kann. The Rock hat jetzt in 8 Jahren eine einzige neue Catchphrase gelernt und vergisst dafür wieder eine seiner anderen Catchphrases. Also das People Water? Millions! Nee, genau das. He entertained millions and millions, hat er vergessen. Ja, aber dafür hat er wenigstens eine wirklich interessante Sache erzählt, und zwar, dass schon er im Alter von 5 Jahren seinem Großvater und auch dem Superstar zugeschaut hat, über den wir in letzter Zeit öfters reden, ne? Billy Graham. Mhm. Dann hat er als 7-Jähriger hier Andre the Giant kennengelernt, auch bei alles Madison Square Garden anscheinend. Also es scheint schon doch irgendwie, also der Mann hat auch als Kind schon viel erlebt, das darf man vielleicht sagen. Umso trauriger, dass er dann der größte Verräter dieses Business geworden ist. Tja. Ja, also und dann hat er hier auch bei der Survivor Series debütiert, das Outfit war idiotisch, der Haarschnitt war dämlich. Und trotzdem doch der Gewinn. Ach so. Das Einzige, was außerdem noch gut war, war, dass er zeigen kann, dass er definitiv gut singen kann. Das muss er ihm lassen, das kann er wirklich. Hat hier wirklich eine schöne, interessante... New York. Genau, Variante gesungen. So, naja, uns interessiert uns jetzt auch nicht The Rock, der ist jetzt unwichtig. Jetzt kommt etwas, was... Darf ich mal ganz kurz nicht noch unterbrechen? Ich möchte nach dem Match, weil ja eigentlich ein Kanadier dran teilgenommen hat, eine kurze Liste vorlesen, für den Ösi extra gemacht. Ich habe mir nämlich auch mal eine Liste angefertigt. Oh je, jetzt bin ich gespannt, was er mal da gegen den Kopf wirft. Eine Liste. Wir warten. Nee, nach dem Match. Nach dem Match, ach so. Okay, also, wir sind ja bei der Survivor Series. Und es gibt Survivor Series Elimination Match. Team Barrett gegen Team Orton. Das Positive an dem Match ist, Orton ist nicht im Main Event. Ja, das war auch nicht zu erwarten, der ist ja schon lange nicht mehr im Main Event gewesen. Trotzdem, er nervt mich trotzdem. Ja, das ist nicht einfach, also das ist nicht schwer bei dem Jungen. So, und zwar, wer sind jetzt im Team Barrett? Da haben wir mal Cody Rhodes.
Ja, der jetzt ohne Maske rumläuft, sollte man vielleicht unsere Fans noch informieren. Das wissen sie, glaube ich, noch nicht alle. Dolph Ziggler, weil sich Christian verletzt hat. Richtig. Gott sei Dank, muss man fast schon sagen, du bist von diesem Scheiß erlöst. Rumiko? Ein unnötiger Mann. Tja. Rumiko, den wir übrigens immer mit Homicide verglichen haben während des Guckens. Ja. Weil ein bisschen Swagger. Swagger. Und Jagger, Mr. Finisher des Unsinns Wade Barrett. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Lass uns gleich auf diesen Finisher nochmal eingehen, wie ja, bescheuert er aussieht. Zum Finish hin vielleicht mal oder zum Ende des Matches hin. Ja, jetzt hast du es ja schon verraten, wa? Wissen wir ja. Das heißt ja noch nichts bei Randy Orton. Ja. Kick das einfach. Okay. Ja, ihr habt recht. Stimmt. Team lass Orton uns gespannt aufrechthalten. Im Team Orton ja. haben wir Kofi Kingston, Sheamus, Botchkara und Batista. Ja, man, Batista rockt und natürlich Randy Orton himself. Nur mal kurz für die weniger bekannten Leute. Nein, die wissen inzwischen, dass wir Batista so nennen. Also bleibt er jetzt auch Batista bei uns in Reviews. Pech es gehabt. Ist Mason Ryan. Fick dich, Otis. Es ist Mason! Es ist Mason Rettis. Alter, der Cass ist auch nicht der Typ vom Wolfpack, okay? Doch, 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 das ist. So, wir beginnen mal mit diesem Match. Jetzt beginnt unsere Traumkombination, Kofi Kingston ja. und Dolph Ziggler. Das dachte ich mir auch gleich so, die habe ich noch nie gegen einer Wrestling gesehen, da muss was Neues sein, da haben sich die mir was Tolles eingefallen lassen. Nazi gegen den Neger. Hey. Ja, was ist denn alles? Ist Randy Orton, nein, der macht einen AKO und Ziggler fliegt raus. Ja, wirklich das. 1 Minute 30, der erste Count. Leute, jetzt mal ganz kurz. Adolf hat an diesem Tag schon ein Match. Wer hat nicht damit gerechnet, dass er als erstes rausfliegt? Aber jetzt kommt erstmal das Interessante, wo erstmal alle doof geguckt haben. Ja, denn jetzt kam dann im Laufe des Matches, gab es die ersten Einwechslungen, raus wurden ein paar Leute geschmissen, es kam ein Brawl und dann kam Sin Cara. Und der Junge wollte dann aus dem Ring springen. Ja, schade, dass er sich dann ein paar Tellersehnenriss zugezogen. Das hat sich schon böse an. Ja. Sagen wir mal so, das Knie sollte nicht so wegbrechen beim Ich erinnere an den Dropkick von einem gewissen Nine Wishes, aber egal. Tja, ich sage jetzt mal so, wir sind unseren lieben Sin Cara, Gott sei Dank, leider, das kommt ist ja für jeden, in seiner eigenen Betrachtungsweise. Wow. Gott sei Dank, im Durchschnitt 6 bis 9 Monate weg. Zuerst gab es die Überlegungen, war das jetzt wieder nur gespielt, hat er jetzt schon wieder was verbrochen, Wellness-Policy-mäßig, hat er wieder Asteroiden genommen. Nein, es war diesmal kein Work. Das war Aua. Ja, das hat man eigentlich auch ziemlich schnell in der Reaktion der verbliebenen Wrestler gemerkt, die erst einmal rund eine Minute eigentlich gar nicht wussten, was die jetzt machen, wie es weitergeht, weil damit fiel ja auch irgendwo einer flach, der eigentlich ja irgendwo im Skript so geschrieben war, wie er eliminiert werden soll. Und dann, ja, haben sie es halt ganz gut überbrückt. Ja, kam Batista erstmal. Kam erstmal Batista. Hat aufgeräumt, so wie sie. Und hat auf die Fresse gekriegt. Na, erstmal aufgeräumt. Ja, erstmal. Für Batista gehört. Ich mag den Mann. Ich mag den Mann wirklich. Er ist eine bessere Batista-Version inzwischen für mich schon. Zeigt zum Beispiel einen Big Boot, was Batista niemals konnte. Ich sehe ihn lieber als Crimson, sagen wir es mal so. Nee. Crimson sehe ich inzwischen weiter. Crimson ist nicht in dieser Promotion. Richtig. In dieser It Promotion ist Cody Rhodes. Oh. Und der nimmt Mason Ryan aus dem Match und zwar mit seinem Crossroads. Relativ überraschend. Mhm. Und 8 Minuten 50 und die ersten Herrschaften sind schon draußen. Ja. Und jetzt kommt dann sozusagen der Auftritt von Sheamus. Alter Riese Megaperls. Und auch The Great White. Und der haut einfach mal auf Rhodes ein und haut den kaputt. So lang, bis halt Wade Barrett ins Match kommt. Und Sheamus gegen Wade Barrett, das gefällt mir eigentlich. Das klingt eigentlich ganz passabel. Man will ja aber wahrscheinlich, so wie es aussieht, Wade gegen Randy schicken. Da haben wir zwei mit einem dämlichen Finisher gegeneinander. Ich meine, hey! Wade Barrett hat nicht schon gegen die erste John Cena-Version den Bruch zerstört bekommen. Nein, wir nehmen die zweite Cena-Version. Als nächstes darf er gegen Kelly Kelly ran. Okay. Aber ich muss gleich auf ein Finish eingehen. Das war zu viel. Aber mach es mal weiter. Ja gut, dann haben wir halt die beiden im Ring und ja, dann kam wieder unnötiger Schwachsinn, den ich gegessen habe. Dann kam der Wastelet.
Kofi Kingston rein, der kassiert den Wasteland, ein traumhafter Finisher. Ja. Und nach 14 Minuten 20 ist der vierte draußen. Und die Heels sind hier schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit zwei Mann, drei Mann? Einer von den Heels ist draußen, also mit zwei Mann dürften sie im Vorsprung sein. Ja, es ist 4 zu 2, glaube ich, jetzt. Face weg, Face weg, Face weg, Heel weg. Ja, so also, sieht ziemlich eindeutig aus, aber wir kennen ja Randall Orton, ne? Wir wissen ja, dass er auch mal 1 gegen 5 machen kann. Tja, es kommt dann auch fast zu den Sheamus, der wird disqualifiziert. Das war dumm. Weil er den Five Count des Referees ignoriert, einfach mal. Macht aber auch irgendwo Sinn, dass er einfach mal keinen Bock hat, den, ne? Ja, und es ist auch intelligent gemacht, dass man sogar die Regeln einhält. Eben, und ich meine, was braucht man dann noch großartig irgendwie Sheamus, wenn er so, naja, ich meine, der wird selbst, wenn er disqualifiziert wird, glaube ich, noch genug bejubelt insofern. Jetzt sollte, glaube ich, die Roll Orton Show kommen. Natürlich. Oh ja, eine Minute später war Swagger draußen, zwei Minuten später war Junico draußen. Darf ich noch kurz eine Statistik anschließen von Randy Orton und Survivor Series Matches? Ich wollte noch ganz schnell, ja, kannst du noch ein Match machen, ich wollte noch ganz schnell auf das eingehen, wo wir am meisten uns kaputt gelacht haben, weil wir wussten, was kommt. Das war das, was ich ansprechen wollte mit dem Finish, wo du ich meinte, no go. Die lieben Unico. Genau, machen wir erstmal. Randy Orton eliminierte Junico mit, glaube ich, dem mittlerweile Orton patentierten, immer wieder gerne gesehen Finish. Gott, ey, ich möchte dich gerade in die Fresse hauen. Das war Ironie. Junico springt richtig schön oder will über das oberste Seil springen. Wie nennt man diese Aktion? Drop the Dime? Das war einfach Top-Rope Plancher. Genau, also mit einer Top-Rope-Aktion halt. Und Orton zieht daraus natürlich ganz unerwartet. Hat keiner vorgesehen, den RKO. Liebe WWE. Ink, Leute. Da ich ganz genau weiß, dass du ein Abonnent von uns bist, hör genau zu, du alter Drecksack. Ich spule zurück ins, ich glaube, Jahr 2005. Ui. Dort war es besonders, als ich gesehen habe, wie Randy Orton den kleinen Rey Mysterio aufs oberste Ringseil packt und dann einen Super-RKO zeigt. Das war für mich auch noch was Besonderes. Im Jahre 2006, wo Randy Orton diese Aktion, von der ich gerade gesprochen habe, das erste Mal gegen Rey Mysterio gezeigt hat. Aber verdammt nochmal, ich will 2011 die Scheiße nicht achtmal sehen! Achtmal? Das war jetzt die random Funk-Royal-Zahl 8. Das tut ja auch nichts zur Sache. Oh, ich sehe einen Fehler bei Cagefish, da steht Hunzio. Hunzio, toller Mann, habe ich auch schon viel von gehört. Okay, und jetzt nochmal kurz zur Statistik. Randy Orton stand, glaube ich, in insgesamt 3 Survivor Series Matches, heute in dem vierten. War immer der letzte Überlebende, ne? Konnte zweimal dann als letzter sogar gewinnen. Und das gegen der DX, also 1 gegen 5 stand, hat er ordentlich auf die Fresse kassiert. Das war im Jahre 2006 oder 7, 6, Ende 2006. Und heute ist er wieder mal der Letzte. Wie es ausgeht, erfahren wir jetzt von Paddy. Ja, Wade Barrett gegen Randy Orton. Lange Rede, kurzer Sinn, Wasteland. Ja, Rhodes hat ihn vorher noch kurz abgelenkt, dass er... Oh, Hilfe! Es könnte ja nicht sein, dass jetzt der große... Waliser, ich glaube, oder? Ist es ein Engländer? Ich weiß nicht genau, wo Barrett herkommt, auf jeden Fall. Gib mir eine Minute. Großbritannien, ist Brite. Er hat doch gesagt, er will der erste Brite sein mit World Title. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall, ich meine, Wasteland, so ein toller Finisher, ne? Ja, total. Großartiger Finish. Also, genau, er ist Brite und okay. Batista ist Waliser. Batista war dieser, genau. Sag doch mal, was haltet ihr beide denn? Ich meine, wir haben es auch genug schon gesagt, aber gehen wir doch mal auf diesen tollen Finisher ein, den Wasteland. Oh Gott. Also, ich nehme meinen Gegner Huckepack auf meine Schultern. Ja, und dann nehme ich ihn nach vorne, ne? Ich lasse ihn nach vorne ganz leicht wegfallen. Also, das muss ja richtig wehtun. Ich muss sagen, das ist Bryan Danielson. Warum lässt du dich von so einer Aktion fertig machen? Ich meine, ich bitte dich, du hast die Knochen brechen lassen und 50 Minuten lang weiter gerestelt. Es war eine ausgekugelte Schulter. Ja, das weiß ich, übertreibe gerne. Weil es im Skript steht. Naja, ich sag mal so, der Wasteland ist von der Ansatzposition genauso behindert wie der FU. Ja, das ist der Fireman Cherry. Nur mit dem großen Unterschied, dass beim Wasteland der komplette Bewegungsablauf noch behinderter aussieht bei einem FU als bei einem FU. Wenn er ihn wenigstens nach hinten werfen würde, würde es vielleicht noch etwas lustiger wirken. Also nichts. Weißt du, was mich das erinnert? An die Body Press Home Warrior.
Nur auf den Schultern. Ja, selbst das wäre doch irgendwo besser als das, was er da macht. Oder er nimmt sich einfach Unterricht bei Tommaso Ciampa, der nimmt den Bodypress, das ist ein toller Mann. Wirft ihn vor auf seine beiden Knie, haben auch noch einen schönen Backbreaker. Ja. Das ist Tommaso Ciampa übrigens, ist der Goldberg von Ring of Honor, falls sich jemand fragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wade Barrett wirklich seine Karriere lang den Wasteland behalten wird. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, aber jetzt wollte ich mich mal ganz kurz zum Wort wenden. Nämlich habe ich eine kleine Liste, also ich gucke ja mit dem Ösi viel Wrestling, auch außerhalb von Reviews und so. Und da kommen wir immer wieder so zu Sätzen zu manchen Menschen, die ja gut bis sehr gut findet. Und ich habe mal ein paar Leute rausgesucht, ich werde jetzt einfach mal die Namen vorlesen. Also, dann am Ende stellen wir zusammen fest, was haben diese Menschen alle gemeinsam. Fangen wir doch mal an, ganz am Anfang. Christian Cage, Edge, Kevin Steen, Chris Jericho, Chris Benoit, Natalia Neidhart, Owen Hart, Angelina Love, Gail Kim, Sangria El Sarita und Trish Stratus. Selber so. Trainer? Hä? Nein. Nein. Sie kommen alle aus einem wunderschönen Land, das Österreich gar nicht so unähnlich ist. Nämlich kommen sie alle aus, ja, Kanada. Der Ösi liebt kanadische Wrestler. Also wirklich über alles. Ja, Kanada ist das Österreich von Amerika. Also. Das wird manchmal wirklich so gesagt. Aber das Lustige ist wirklich, also ich muss eigentlich inzwischen gar nicht mehr nachgucken. Und der Ösi ist selber manchmal schon verwundert. Oh, der kommt auch aus Kanada. Jetzt ist er schon aus Österreich. So, Sache, warum ich übrigens nicht Bret Hart mit reingebracht habe. Wir beide finden Owen besser und ja, deswegen. Das eine schließt das andere zwar nicht aus, aber bitte. Wir drei finden Owen besser. Ja, wir drei finden alle Owen besser als Bret, deswegen wollte ich Bret einfach nicht hier vorkommen lassen. Also bin ich lieber auf der Seite des Underdogs. Und ich mag die Heels mehr. So. Leute, lasst euch das einfach nur in den Kopf gehen. Falls ihr wissen wollt, auf was für Wrestler der Ösi steht, kanadische. Mann, ich hab's aber heute mit Österreichern. Ja, es ist eine sehr witzige Zufallssache, dass die alle aus demselben Land kommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die guten Leute auch von dort kommen. Ne, John? Ne, Randy? Ja, ja. Merkt ihr was? God save the Queen. Ja, naja, wie dem auch sei, wir haben jetzt dieses lächerliche Match hinter uns. Der Wasteland ist immer noch der Finisher des Jahres. Ja. Wird ja deine Zerstörungskraft ein Wahnsinn. Apropos Zerstörungskraft. Wir sind bei der WWE Champion Alberto Del Rio. Oder auch The Charismatic One. Das ist unglaublicher Hass. The Charismatic None höchstens. Ja. The Charismatic None. Charismatic Enigma. Ach nee, das war ja jetzt, jemand anderes. Er war ja auch noch bei zwei überdurchschnittlich guten Wrestlerinnen da im Backstage-Bereich. Ja, hab ich auch gehört, deswegen. Aber er war bei John Laurinaitis, soweit ich weiß, ne? Ja. Ja. Was wollt ihr dort? Das ist deine Aufgabe. Oh Mann, da wollte ich euch mal auch einbinden. Nee, keine Lust. Fett! Ach nee, das war naja, nachdem man mit den Bellas geflirtet hat und The Laurinaitis auftaucht, ja, ich konzentriere mich auf ein Match und es ist nur die erste von Dutzenden Titelverteidigungen im Madison Square Garden. Danach kam noch ein Spot zum Anti-Bullying, wunderbar zur WWE passt, absolut dicht. Wer hat denn es geschafft, 19 Mal den Madison Square Garden als Ziel auszuverkaufen? Definitiv nicht Alberto Del Rio. Der wird ja nie ausverkaufen. Nicht. Ja. Ja, es kommen wirklich viele Referenzen zum Superstar. Ich glaube, wir müssen wirklich mal was zu dem Mann machen. Tja, vielleicht, auf jeden Fall. Superstar, ja, wir sind jetzt nun beim World Heavyweight Title Match. Mark Henry versus The Big Show. Big Slow. Ja, oder auch die Whittaker Herzbuben des Wrestling Business. Ich weiß, Eddie, ich glaube mal wieder deinen Spruch. Ja, aber ja, war lustig. Inzwischen ist es einfach zu erwarten, dass du was bringst. Natürlich, was auch sonst. Es ist genau wie wenn ich jedes Mal sage, dass Mick Foley der Wolfgang Petri des Wrestling Business ist. Aber gut. Jetzt wieder die Freundin vom Ösi. Hey! Was soll das jetzt wieder heißen? Haben wir noch einen? Was? Ja, noch einen. Haben wir noch einen auf Lager? Ich überlege gerade. Wie? Nee, ich glaube, jetzt haben wir alles rausgebracht. Der alte Earl? Earl Hefner, könntet ihr jetzt genau. Bitte auf das Match eingehen? Oder Cass? Ja, okay. gut, Big Man Match, Mark Henry, Big Show um den World Heavyweight Gurt. Zu dem Match. Da habe ich mir mal was angetan mit dem Match. Das ganze Match, das ganze Rumgeprenkel, die ganzen Aktionen, da gab es nur zwei Stück,
die wirklich für mich herausstachen. An den Rest, muss ich sagen, habe ich komplett vergessen. Es kam schon Boring Chance, ziemlich früh am Anfang. Es wurde Ryder, ich glaube, es wurde sogar Danielson verlangt, teilweise. Natürlich. Klar, außer dass einer lange liegen bleibt. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie noch nach Hulk Hogan, Goldberg. Nach Goldberg und allen gechantet hätten, aber ist ja auch egal. Der Anfang war alles andere als gut. Also ich sag mal, knapp 4 Minuten habe ich mich bestimmt gelangweilt, bis es dann Richtung nach draußen ging. Und Henry, The Big Show, durch eine Absperrung außerhalb des Ringes, was hat er denn gestoßen? Ja, so angetipst. Kurz angeschubst. Bei Big Show dann reicht das ja auch schon, dass er so durch so eine Absperrung... Big Show ist dann durch die Absperrung geschwabbelt, lag dann da und dann, der 10 Count, der nicht zu Ende geführt wurde, sondern bei 8 konnte dann The Big Show sich wieder sein Kadaver im Ring reinheben. nach weiterem Rumgeprenkel und The Big Show dann doch wieder ein bisschen mehr oben auf war, kam eigentlich für mich die unglaublichste Aktion des Matches. Auch des Abends definitiv. Des Abends wahrscheinlich sogar. Und zwar The Big Show hat geschätzte 8 Minuten gebraucht, um sich aufs oberste Ringseil zu katapultieren. Und zeigte dann in memory of Randy Savage den Elbow Drop. Nicht auf die Ringhaube von Alberto Del Rio, sondern genau auf die Brust von Mark Henry. Und für einen Big Man seiner Größe, verdammt guter Elbow Drop. Jetzt mal, ich wollte gerade Paul White. Paul White, definitiv einer der verdientesten Big Mans im ganzen Business. Big Show, du dummer Motherfucker, ey. Das war wirklich mal, wo ich dachte, also. Boah, ich meine, auch The Rock hat ja schon bei seiner Rede damals bei Hall of Fame gesagt, dass der Mann einfach nur verdammt gut ist und er hat recht, als Big Man ist Big Show. Gut, was Rock sagt, darauf gebe ich eigentlich die große rein. Show. Die große Show. Was Rocky gut, sagt, Mark Henry merkte dann wirklich, dass er, sag ich mal, nicht mehr wirklich die Chance auf seiner Seite hat und mit einem Tritt in die Cajones war dann Ende und Big Show war der Sieger durch die DQ. Glückwunsch. So baut man eine Fehde leider auch. Also es war auch das meiste Story-Match natürlich. Es geht hier viel um die Storyline, auch um die Intensität dabei. Und ich denke, diese Story hat ruhig auch noch ein letztes abschließendes Match zum letzten Pay-Per-View des Jahres irgendwo verdient. Denn sie hat sich doch, also von den teilweise schlechten Matches, ich glaube, es war Money in the Bank, der Stinker auch zwischen den beiden, waren die letzten beiden Matches doch jetzt weitaus besser. Also auch wenn du das heute vielleicht nicht ganz so gesehen hast, aber ich fand das heute auch nicht so schlecht eigentlich. Es war lass mich vergessen, dass wir da, eine Tonne, fast eine halbe Tonne im Ring haben auf jeden Fall. Ach, übrigens 400 noch, Kilo. Der Schwachsinn schlechthin, vor dem Match haben sie übrigens noch den Ring verstärkt. Ja. Mit einem Gummiband. Unter anderem und auch noch ein bisschen fester geschraubt, ja. Und ich muss dir recht geben, Eddie, es war am Schluss dann doch besser als die vorigen Matches zwischen den beiden, aber naja, ich kann mit Matches... Genau, sie haben sich stets bemüht. Aber gut, ich habe immer noch kein Herz für die Herzbuben, tut mir leid. Apropos Herz für irgendjemanden haben, also der Henry hat ja da wieder mal das Übliche gemacht nach dem Match, er hat sich sein Lieblingsstuhl geschnappt und wollte das... Knie von Big Show, das Bein von Big Show, was auch immer, brechen. Knockout sein Herz für Chris Jericho. Nicht? Hä? Ja, er wollte das Bein brechen. Was? Ich möchte gerade ganz kurz schweigen. Wirklich, es war schlecht. Und zwar richtig. Mit Anlauf. Ich glaube, du sollst vor eine Wand rennen, das würde dir gut tun. Es war so schlecht, dass ich es nicht kapiert habe. Manche kapieren es bestimmt. Aber ich breche die Beine mit einem Words of Jericho. Ja, ist schon klar. Nein, das war damit nicht gemeint. Mach einfach weiter. Ja, lass mich doch endlich. Es kam natürlich dann auch wieder der Knockout-Punch von Big Show. Damit kam er zurück und hat dann seinerseits mal den Stuhl auf die Beine von Henry, auf das eine Bein von Henry und hat dann auch diesen Plancher, Splash, was auch immer, weiß nicht genau, wie man das nennt, auf den Stuhl gemacht und ja, mal Gleiches mit Gleichem vergelten, ne? Aber Henry ist ja ein harter Hund, der will sich auch nicht von EMTs raushelfen lassen und ja, wieso nicht, ne? Aber wie gesagt, ich bin irgendwie ein Freund von der Fehde, also es gibt schlechtere Fehden zurzeit. Oh ja, das glaube ich euch gerne. Naja, wir sehen ja jetzt bei Wade Barrett und er meint, ich bin der erste britische World Heavyweight Champion.
Dann kommt Awesome Truth. Ja, Und was oh. wollen die da, Eddie? Was wollen die da? Ach, Truth an dem Mikrofon, da kann man echt nur. Ich meine, es. Conspiracy! Nein, darüber hat heute nicht so Ich viel geredet, weiß. aber es Ich weiß. war wieder mal Ich bin. dieses übliche Also die Fans sowieso ihnen scheißegal und ja, nach heute wird man von The Rock und Cena gar nicht mehr sprechen. Die werden es vielleicht nicht mal zu WrestleMania 28 schaffen. Und die beiden wollen Müll entsorgen gehen. Also die halten wahrscheinlich die beiden, Cena und Rocky, für Müll. Gut, bei Rocky gebe ich ihnen da vollkommen recht, den können sie gerne entsorgen gehen, wenn sie wollen. Cenas Gimmick können sie gleich mit entsorgen gehen. Gut gesprochen. Sie sagten, glaube ich, sogar noch, dass es wird immer von dem Most Charismatic Tag Team in History gesprochen. Das seien Sie doch. Ja, Ja, da gebe ich denn ihm irgendwie auch recht. Also die beiden sind weitaus charismatischer, als ich Rock und Cena zusammen im Tag Team ich finde. sag mal so, Rock und Cena, weil sie ein Match gemeinsam bestreiten. Das ist kein Tag Team, ihr Volltrotteln von der WWE! Wie war das? Wie war nochmal der Spruch des Abends? Ich habe ihn gerade vergessen irgendwie. Also, oh, du bist heute echt Ne irgendwie ne der. never before, never again, genau. Ja. Den Spruch muss man sich ja leider eingebrannt haben. Ja, ich glaube, der ist auch richtig fest eingegraben. Jetzt kommen wir zu meiner zweiten Aktion des Abends, nachdem wir jetzt schon den Elbow Drop von Big Show hatten. Nämlich kam jetzt erstmal Ricardo raus und meinte: Ja, ich mache natürlich wie immer hier Ankündigung hier für meinen Kumpel Alberto. Ich hasse den Typen abgrundtief. Aber dann hat sich Philipp wieder mal was einfallen lassen. Entschuldigung, CM Punk, was einfallen lassen. Er hat sich eine Legende an den Ring geholt und selbst der wurde gechantet. Das war nämlich der Fink, Howard Finkel, legendärer Announcer in WWE. Also schon seit den 80ern. Ja, ich glaube schon seit den 80ern, auf jeden Fall seit den Der 90ern. Erfinder des Namens WrestleMania, wenn man Ja. es glauben darf. Toller Mann. Wirklich, ich mag Howard Finkel. Also ist einfach diese klassische Art und Weise, wie Leute angekündigt wurden und er kann es halt immer noch. Und er hat CM Punk natürlich auch super angekündigt und die Fink-Chants waren einfach nur geil. Dafür liebe ich das Publikum. Tipp, 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 tipp. Aber der Fink wrestelt jetzt nicht. Nein. Kater, halt die Schnauze. Der Wrestle auch nicht. Der hat dich gestern besiegt, ja, also. Der hat mich gestern aufgeschlitzt. Au. Nein, wir waren jetzt bei Alberto das Arschloch gegen Chipmunk Punk. Nein, Quatsch. Gegen CM Punk. Bei Cage Match Punk natürlich. Cage-Match Punk. Cage Match Punk. Ein Der Chick großer Fan. Magnet. Ja, Leute, haben wir es jetzt Chicago mal. Mate. So Ja, wird es Mann. nicht, Chris ja. Schlimmer. Naja. Masters Punk. Naja. So, haben wir jetzt alle durch. Ja. Tja, wie beginnt man ein Match mit Alberto Del Rio? Gar Kann man es nicht. jemand sagen? Richtig, Ja. mit einem Lock. Es ist eigentlich ein Randy Orton Match Beginn. Und dann beginnt die, Ein Lock. dann kommt Fans, ich liebe euch für diesen Chant. Colt Cabana. Das haben die gerufen, das haben wir beide gar nicht verstanden, ne? Toller Mann, nein, haben wir nicht. Es müssten Colt Cabana chanten, vor allem Cage Match schreibt das auch, also wird schon stimmen. Ja, Ja. dann machen wir einen Side Headlock. Nochmal. Ja, und dann Wir wollen gerne Randy Orton sehen. Dann plätschert das Ganze eigentlich nur vor sich hin. Eigentlich so richtig besondere Aktionen. Das Einzige, was mich Er sehr hat schon relativ. positiv überrascht hat, war der Finisher. Und das auch nur, weil ich gerade zu Eddie etwas gesagt habe und dann etwas Aber geschehen ist. ganz kurz, wir sind jetzt erst am Anfang des Matches. Also, was man gesehen hat, dass beide ziemlich heute, also klar, Alberto immer, aber auch Punk heute lieber auf seine Anaconda-Weise, also auf seinen Submission-Griff gehen wollte. Also, er hat auch mal wieder den Arm bearbeitet von Del Rio, genauso wie Del Rio seinen Arm bearbeitet hat. Also, es Performance war. Del Rio, ja. Ja, das ist ja das Einzige, was Del Rio kann, ne? Bekanntermaßen. Was einsetzen muss am Ende, muss man auch wieder dazu sagen. Ich hasse den Cross-Armbreaker, so ein dämlicher Finisher. Das habe ich damals auch noch vergessen zu sagen, als ich Alberto fertig gemacht habe. Der Finisher ist so unnötig schlecht. Den Finisher finde ich an sich nicht schlecht, nur die Ausführung Er hapert zieht seinen irgendwo Arm in total. die Länge. Oh, das tut aber Das ist weh. das Problem. Das ist, an sich sieht es ganz gut aus. Für ein, sag ich mal, für ein Submission Hold ist Selbst das Ganze sehr der Scharfschütter von spektakulär. Rocky sieht besser aus. Ich wollte den Satz gerne zu Ende bringen. Nein! Für einen Finishing Move, für einen Submission Move an sich ist das Ganze eigentlich recht spektakulär. Das einzige Problem ist wirklich die Endausführung, die wirklich nur so wirkt, als würde er den Arm ein bisschen lang ziehen, das war's. Wieder so eine Sache, die was man bei Ring of Honor wesentlich besser sieht. Wollte ich auch nur mal so erwähnt haben, ich meine, so. Ich Ich sage bin auch ja auch nichts noch da. dagegen. Falsche Liga. Du. Du. Naja.
Mensch, muss man eigentlich schneller abhandeln. Da war nicht viel Gutes dabei. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Sagen wir es so, 17 Minuten, Mensch. Natürlich, an was ich mich wieder am meisten erinnern kann, war dann auch wieder die Fans zu einem gewissen Zeitpunkt. Nämlich, als dann erstmal hat er die Switch Music nachgemacht. Also so, er ist erstmal so angelaufen, wie ich schon mal gesagt habe, wollte dann, glaube ich, sein gutes Lied zeigen. Richtig. Und, ja, der kommt er nicht durch. Nur. Und genau, es kommt der Cross-Armbreaker. Der Armbrecher des Todes, des Kreuzes. Der gekreuzte Armbrecher. So. Die andere Aktion, die ich meinte, ist natürlich, also allein schon die Fans wieder, wie sie abgegangen sind, als er aufs oberste Seil geklettert ist und alle Randy Savage gechattet haben. Punk und der den Elbow Drop ja jetzt komplett in sein Move-Repertoire übernommen hat, den Elbow Drop von Randy Savage. Natürlich auch, der Mann ist ja wirklich Historiker, haben wir ja irgendwo schon festgestellt. Also er hat Eddie Guerrero sehr verehrt, wie wir wissen. Punk ist auch so jemand, der ist so wie wir, der ist neues Teil gekannt und der macht dann halt auch einfach mal so Move und die Fans wissen das zu schätzen. Also zumindest in Madison Square Garden wussten sie es auf jeden Fall zu schätzen, weil alle haben Randy Savage gechantet, nicht nur ein paar wenige. Ja, in Madison Square Garden auch kein Wunder, soweit die Historie da auch für diesen Mann zurückgeht. Und CM Punk darfst du auch nicht vergessen, stand auch unter anderem mit Eddie Guerrero sogar schon mal in einem Match. Jetzt kommen wir doch nicht mehr mit dem dämlichen Match da. Wieso? Das ist doch eine Tatsache. Also er kannte diesen Mann eigentlich auch, man kann nicht sagen, ziemlich gut, aber er hat mit ihm sogar im Ring schon gestanden. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Tja, wie dem auch sei. Zip. Wie geht's nach dem Armbrecher des Kreuzes oder wie auch immer weiter? Ich glaube, damit erstmal der liebe Ricardo natürlich wieder eingerufen. Der muss ja mal ran. Der bekommt ja immer irgendwas. Ob er jetzt einen FU kassiert, einen Go to Sleep oder auch einfach nur einen Big Boot. Irgendwas kassiert der ja immer. Heute war es Letzteres. Heute war es ein Big Boot, richtig, und fällt damit vom Ring Apron. Del Rio denkt sich, haha, Ablenkung, Einroller, Edge. Nein, ich meine jetzt nicht den Wrestler. Aus dem Einroller kommt. Die Witze wollen heute auch nicht, oder? Der war wirklich schlecht. Naja, nicht, dass jemand auf eine blöde Idee von euch kommt, ich weiß ja. Ich meine, Otis, der ist verpeilt und Eddie, der ist ein Ossi. Ich habe nichts gegen Ossis allerdings. Naja, der Einroller klappt nicht und der Einroller wird wiederum ausgekontert in Anaconda Vice und Del Rio klopft ab. Ja, und damit haben wir einen neuen World Heavyweight Champion. Wir hatten ja kurz heute schon... Ja, WWE, sorry. Ich war jetzt gerade bei einer anderen... bei SmackDown. warum? Frag mich nicht. Vielleicht bin ich hier durcheinander gebracht worden. Auf jeden Fall, ich meine, es war von uns allen eigentlich zu erwarten. Ich glaube, keiner von uns. Also das Einzige, was wir, glaube ich, nicht so getippt hätten, um nochmal darauf zu kommen, ist das Tag Team Match, oder? Hätte das einer von euch beiden so getippt? Özi. Was? Welches Tag Team Match? Das, Barrett. Gewinnt. Nö. Ja, gut. Alle hätten also, Team Orton gesagt. Für Philipp haben wir da gegen alle getippt, glaube ich. Also hätten wir sowieso alle getippt, wenn wir getippt hätten. Das, was ich sehr kurioser, sehr lustig fand, ist, dass ich habe ja mit Eddie zusammengeguckt und ich meinte noch sowas wie... Und ich kannte das Match vorher schon. Also. Und wir waren darüber am Reden, der Anaconda weiß, wie teilweise wir ihn besser finden als den GTS. Und das meinte ich dann so, ja, aber damit beendet er halt keine Matches mehr. In dem Moment klopft der Rio ab und the winner... Sehr bang. So, naja. Wir haben jetzt einen neuen Champion. Es gibt Jubel, bla bla bla. Dann wird er feiert, als hätte er ihn das erste Mal gewonnen. Genau. Weißt du, schon das fünfte Mal. Ja. Wie oft wechselt dieser Titel eigentlich im Jahr 2011? Richtig. Zu oft. Wir haben ja da bald noch was, ne? So, dann wird eine DVD von Austin mal wieder beworben. Da gibt es halt ein Video über The Rock mit Cena, gegen Cena. Und Awesome Truth machen das, was sie am besten können, rappen zum Ring. You suck. Ja, Mann. Das wäre doch der perfekte Eimer Schickhead Enkel. Und dann kam er. Dann kam erstmal. Nein. Dann kam erstmal der Mann, der ausgebuht wurde. Noch von mehr als exakt 16.749 Personen. Der Mann, der von mehr Leuten ausgebuht wurde als die Heels. Der größere Heel anscheinend, als wir sonst einen in der WWE haben. Also war das fette Cena-Kind nicht da? Ich habe nicht gesehen. Es war ein fette Best in the World-T-Shirt-Träger da. Und zwar sind 16.748 Leute und ein fettes Cena-Kind. Naja, wie dem auch sei, und dann kam er. Der Mann, der dieses Business in die Augen gesehen hat, mal schön Luft geholt hat und dann... Er hatte Christian gemacht.
so richtig schön aus den Knie killen gegen Randy Orton. Also richtig braunen, dreckigen rausgezogen und dann, ja gut, hammert dann jetzt auch. Der Mann, ja, der dieses Business verraten hat, der Mann, der dieses Business wirklich getreten hat, ich gehe da nicht mehr zurück, ich dreh dumm, das ist mir viel. Hulk Hogan war auch da. Und dann ist er wieder da und... Also irgendwie ist, oh, das ist heute nicht sein Tag, kann das sein? In dem Moment hat er Doom gesagt, hätten wir nur über Filme gesprochen, dann hätte ich den wunderbar jetzt einbringen können, aber nein, es musste ja Doom kommen. Du hättest ja Tooth Fairy erwähnen können, ne? Auf der Marine erwähnen können. Ach Gott. Oder, wie heißt der neue? Ich hab schon, weiß schon. Übrigens, 12 Runden jetzt als Extended Version in der TV-Movie. Naja, ich brauch jetzt mal Five Gum. Du brauchst Five Gum, also. Ach ja, Nivea-Creme. Schenkt uns Schminke. Schenkt uns Schminke, bewertet uns, schreibt unser Kommentar und vielleicht gibt ihr uns sogar Tipps, wie wir es besser machen können. Daumen nach oben, freuen wir uns auch immer drüber. Aber ja, bringt auch was. So, folgt mir auf Twitter. Und hört auf diese Idioten nicht. Ihr müsst nicht schreiben, wenn ihr nicht wollt. Ihr müsst nicht bewerten, wenn ihr nicht wollt. Ihr müsst nicht abonnieren, wenn ihr nicht wollt. Und ihr müsst abonniert auch nicht gucken, wenn ihr nicht wollt. Schreibt ihr nicht auf dem Kanal, dass er wieder Videos machen soll. Paddy, du hast vergessen, dass sie uns keine Schminke schicken müssen. Doch, die sollen sie uns schicken. Das ist ja das Paddy, wann kommt Formel 1? Nach so. Dem Match vielleicht. Nein, so, natürlich nicht. So, random Trash vorbei. Wir gehen aufs Match ein. Und das, was ja erstmal so Oldes kam, so zu mir, der darf anfangen. Ja, The Rock durfte tatsächlich als erstes gegen The Miz ins Match. The Miz hat aber keine Lust, wechselt sehr schnell R-Truth schon ein, nachdem er ein bisschen was kassiert hat. Dann darf R-Truth ein bisschen was kassieren, der wechselt wieder zurück ein. Und die beiden sind sich dann nicht einig, aber sie wollen gerne Cena, ja. Und ja, die Fans wollen Cena nicht. Und Rocky, wenn man so Rocky overhyped und in der Arena, wo nur Rocky-Fans sind, der ja genau das gleiche wie John Cena ist. Ja, das hat man am Anfang gesehen. Ich weiß nicht, wer diese Idee aufgebaut hat, dass irgendwie alle in der WWE, die aus ein bisschen was gehypt werden, als ein John Cena dargestellt werden. Hulk Hogan, meinst du wohl? Heutzutage ist es Cena. Aber der, was als erstes war, ist Hulk Hogan und danach kam The Rock und jetzt ist es Cena. Das ist im Prinzip eine Dreierreihe. Naja, ich meine, es ist die falsche Liga, ich weiß nur, es gibt Ligen auf dieser Welt, wo die Leute, vor allem die Champions, zwar stark dargestellt werden, aber die Leute, die muss man wirklich töten. Und die werden auch eigentlich immer getötet und es sind immer relativ knappe Ergebnisse. Nicht so, oh, ich werde 20 Minuten nur umgebracht, oh, ich besieg dich innerhalb von einer Minute. Im Prinzip war es dann in dem Match auch so. Also im Prinzip, wie ich es schon so oft gesagt habe, also John Cena durfte für The Rock worken. Im Prinzip war es so. Cena musste einstecken. Da kam eine Semi-Version des Super Cena Moves und dann kam wieder Rocky rein und er hat gezeigt, dass er noch weniger kann, als er jemals konnte. Also einen so. Positiven Punkt an Cena, die Mimiken. Ja, ich liebe seine Mimiken. Die Mimiken von John Cena, einfach das Gesicht, das er immer macht, wenn er ausgebuht wird, ist sehr sympathisch und auch die kleinen Gestiken, die kleinen Sätze, die er sagt, während er reinkommt, also auch heute wieder, they love me hier in New York und so, also er kommt damit, glaube ich, sehr gut klar, dass er der beste Heel von WWE ist. Tja. Und warum? Nur weil sie zu feige sind zu turnen. Wie hast du gestern gesagt, der Vergleich zwischen John Cena und Alberto Del Rio. Der Rio ist Heel, zieht keine Reaktion, John Cena ist Face, zieht Heel-Reaktion. Dankeschön, WWE. Ja, so will man das ja auch in der Liga. Also man möchte ja auch, dass die, ne? Austin Aries, du bist auch so ein gutes Beispiel dafür, aber das ist eine andere Liga. Genau. Und Austin, der ist kein Heel, der rockt einfach nur. Das ist wieder ein anderer Punkt. Ja, gut, ja, dann irgendwann wieder Cena halt rein. Rocky mit grandiosen Aktionen, die alle schlecht aussahen. Ich meine, ein Mann. Nein. Ernsthaft, nein. Ein Mann, der so eine Wrestling. So einen Wrestling-Hintergrund hat. Ja. Der erste Superstar der dritten Generation. Und wenn er selbst erzählt, dass er zu behindert ist, einen Dropkick zu springen. Und wenn er nicht springt, dass er jemanden im Knie trifft. Selbst Cena's Dropkick sieht besser aus als Rocky seiner. The Rock, die schwingt ja gar keinen. Also diese, diese Anekdote ist wunderbar. Ich finde sie wunderbar. Ja. Was kann er noch nicht? Typisch kanadische Haltegriffe, den Sharpshooter. Also selbst der Scorpion von Sting, der schon schlecht aussieht, sieht besser aus als Rockys Sharpshooter. Der sieht einfach aus, als würde er, was weiß ich, als würde er da sehr, sehr seltsame Sachen mit seinem Gegner machen.
Das ist wirklich so eine Sache. Ich weiß nicht, warum The Rock das in sein Repertoire überhaupt drin hat. Weil er Ich mal glaube, wahrscheinlich ein Submission Match hatte. Es basiert ja wirklich auf seinen ersten Titelgewinn, wo da der Screwjob einfach mal ein Jahr später nochmal gegen Mankind wiederholt wurde. Seitdem hat er ihn auch in sein Repertoire und er hat ihn damals schon scheiße gezeigt. Er zeigt ihn heute noch scheiße. Ich kaufe dem Mann nicht ab, dass da irgendeine Art Hebelung im Rücken ist, während er da auf seinen Gegner scheißt. Das ist ich sage was ganz anderes. Ich kaufe dem Mann die neu entdeckte Liebe fürs Business nicht ab. Ja, das ist das Schlimmere, das ist Geld. Das kaufe ich dem nicht ab. Aber ganz ehrlich, der Mann verdient doch genug mit seinen Filmen, oder? Der hat doch einen festen Disney-Vertrag. Hallo, wir haben hier Vince McMahon, der GLP, der, gut sagen wir, der Grunk der Wrestling-Szene. Dann ist Rocky der GLP der Wrestling-Szene. Dann lass einfach Let's Play außer Acht. Ich glaube, die kennen genau, das gehört jeder. Hier nicht her. Ich meine, ich möchte nur sagen, weil du gerade gesagt hast, ein Disney-Vertrag. Ja. Ich meine, Walt Disney würde sich im Grabe umdrehen, wenn das sehen würde, ja. Seine Firma seit den letzten 10 Jahren für einen Schund produziert hat. Oh ja. Letzter guter Film, König der Löwen. Unterschreibe ich. Der jetzt wieder rauskommt auf 3D. Ja, habe ich gesehen im Kino meiner Freundin. Auf jeden Fall. Also, ja. Ja, machen wir doch mal eine. Nee. Wollen wir jetzt mal, darf ich kurz auf das Matchende noch eingehen, da können wir noch weiter ausschweifen. Ich wollte ja, noch kurz sagen, das Einzige, was Tina dann noch großartig zeigen soll, war ein Tackle, mit dem er Mitz, glaube ich, rausgeschickt hat. Das Einzige, der wirklich gut gewirkt hat im Match, und das war leider wirklich so, ist R-Truth, der wirklich gezeigt hat, dass er auch in Ring einiges drauf hat. Weißt der du, was hat, das Problem ist? Ja, ich weiß. R-Truth ist von den Vieren der mit Abstand beste Wrestler. Richtig. Mit und Abstand. Zwar, richtig, genau, mit Abstand. Das ist halt das Traurige. Cena ist, naja, auf seine 4-5 Moves festgeschrieben. The Miz ist immer noch nicht da, wo man ihn gerne sehen möchte. Rocky ist Hogan 2.0. Ich möchte es am Beispiel der Aufteilung des Fußballs in Deutschland präsentieren. Wenn man jetzt diese vier Charaktere als Vergleich nimmt, ist R-Truth in der Bundesliga, The Miz, Abstiegskandidat, zweite Bundesliga, und Cena und Rock spielen dritte Liga. In der Regionalliga. Ja, das ist dritte Liga. Das ist vierte Liga inzwischen. Noch eben ganz kurz, John Cena hat irgendwie in letzter Zeit die Angewohnheit, eigentlich seine 5 Moves zu zeigen und immer einen, den er vorher irgendwie noch nie oder selten gezeigt hat. Diesmal war es, wie du schon so schön gesagt hast, der Monkey Flip. Fick dich doch. Ja, er hat den Monkey Flip gezeigt. Und ich sag Monkey, weil Monkey Island. Das heißt ja nicht Monkey Island. Geh aufs Finish endlich ein, das wolltest du doch. Ein Rock Bottom gegen irgendjemanden. Ein Rock Bottom! Rock Bottom! Gegen, ich glaube, es war Truth. Oder war es Mitz? Ich weiß. Es ist bedeutungslos. Genau, es war einer von den beiden. So, ja, Rocky stellt sich über seinen Gegner, zieht sein Elbow Pad aus. Ach, über sein Mitz. Haben wir nie gesehen. People's Rock Elbow, 1, 2, 3, the most electrifying maneuver in this business. Der ist schlecht. Der ist so schlecht wie der Five-Knuckle-Shuffle. Nur mit dem Unterschied, dass Five-Knuckle-Shuffle keine Matches entschieden werden normalerweise. People's Elbow, Five-Knuckle-Shuffle. Sind alle drei scheiße. Grob gesagt, ja. Vor allem der Leg Drop von Hogan gesprungen. Ich weiß, wir wollten noch immer noch weiter auf dieses Rock-Thema eindreschen. Wie fandet ihr seine Form an diesem Tag? Ich meine, man hat ihn, glaube ich, seit WrestleMania oder einschließlich WrestleMania eigentlich noch gar nicht so in voller Wrestling-Montur gesehen. Und jetzt hat man das erste Mal so gesehen. Was haltet ihr von The Rocks? We want steroids. Vergleicht die Nummer mit dem, steroids. Mit dem Hulk Hogan-Match damals, körperlich, zu jetzt. Man merkt, dass er ein bisschen älter wurde, sagen wir mal so. We want steroids. Und Eddie meint nur, dass da ein paar Mittelchen im Spiel war. Ich möchte jetzt niemandem etwas unterstellen. Ich sage ja auch nicht, dass Jeff Hardy ein Drogensüchtiger ist. Just say no. Das hätte man Rocky auch an. Aber jetzt mal ernsthaft, The Rock war doch so zugepumpt, oder? Ja. Jetzt mal, was hat... Der sah ja krasser aus als früher. Gut, man hat natürlich gesehen, dass er nicht mehr jüngst ist. Und ein bisschen auch um die Hüften rum ist er. Er ist noch kein Kevin Nash, aber auch um die Hüften herum war da ein bisschen was mehr. Er war aber irgendwo immer noch in Topform hochgespritzt, trainiert. Und Form war okay. Ich meine, es ist erst heute wieder ein Wrestler gestorben, der zwar nicht in einer großen Liga war, aber scheißegal. 38 Jahre schwerer Herzinfarkt. Wer?
Bison Smith, der hauptsächlich in Japan in letzter Zeit unterwegs war, ein paar Mal bei Ring of Honor war. Kein schlechter Mann. Kein schlechter Mann. So, ich muss jetzt gleich noch einkaufen gehen, deswegen wäre es cool, wenn wir das jetzt ein bisschen runterrocken. Gut, Eddie, Match of the Evening Award. Nee, oh. Ich wollte nur ganz kurz sagen, was danach passiert ist, weil es gab ja noch kurz... Ah ja, da gab's ja noch. The Rock Bottom Heard Around the World, wie es bei Raw gestern angekündigt wurde. Ich hätte kotzen können. Tommy Dreamer und Sammy, wenn sie tot wären, müssen sie sich im Grab umstehen dafür, dass eine Klassifizierung, die für die beiden benutzt wurde, da gebracht wurde. Nein, es gab natürlich noch einen Rock Bottom gegen John Cena, der obligatorisch, nachdem der eigentlich schon längst gehen wollte. Und ja, kann ich auch verstehen, dass Cena da echt ein bisschen angepisst ist, weil er muss hier worken für The Rock im Prinzip. Weißt du, was in der Aktion mal wieder ist? Da muss ich beim Publikum sagen, ein Face attackiert das Oberface der Liga und wird dafür bejubelt. Ja. Da läuft irgendetwas grundlegend falsch. Ja, ich würde auch erstmal gerne auf den Stinker des Abends eingehen. Das ist für mich, ja, schwierig zu sagen, aber ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich das Nicht-Vorhandensein von Zack Ryder im Opener. Okay, Otis? Der Stinker des Abends jetzt erstmal. Der Fail des Abends, was auch immer es war. Und wenn es der Popcorn-Verkäufer aus der 15. Reihe ist. Den hast du auch mal schon gesehen, ne? Der Fail des Abends war für mich allgemein Alberto Del Rio sehen zu müssen. Tut mir leid. Ich hatte auf den Mann irgendwie keinen Bock diesmal. Ich sag's ganz einfach. Ich wollte ihn nicht sehen, habe ihn nicht gesehen, werde noch nie sehen. The Rock. Okay, das heißt, wir haben heute drei Fehler. Ich meine es nicht den Aufbau, sondern einfach nur ja. The Rock. Den Mann an sich. Gut, ja. Match des Abends, oh, das fängt an hier immer. Match des Abends, das ist eigentlich in diesem Fall sehr schwer. Ja, eben, sonst hast du ja angefangen. Es war, ja, es ist sehr schwer, weil ich könnte jetzt sagen Punk wegen dem Titelwechsel, aber keine Ahnung. Punk, was soll ich sagen? Punk. Punk gegen Ricardo Rodriguez. Definitiv Punk, das war ein gutes Wrestling-Match. Doch, es war definitiv das beste Match des Abends. Wisst, ich meine, ich könnte jetzt aus Spaß jetzt einfach sagen, ein anderes Match tue ich jetzt allerdings nicht. Es ist unglaublich zu hören, dass Eddie einmal ein Match, wo Del Rio vorkommt, in den Match. Ich erinnere mich da gerade an SummerSlam 2005. Es da ist war ein gewisser Jonathan Anthony Felixina von euch beiden ins Match des Abends gewählt worden. Welches Match war das nochmal? Ich hab's vergessen. Das war das Jericho-Match. Ja, du. Ich habe es gegen das Gimmick, nicht gegen die Person. Du hast das gegen die Person. Vor allen Dingen war es da noch nicht so extrem. Da konnte man es sich noch antun. Ja. Die Cena Sucks-Episode begann 2006, wenn man so will. Jo, 2006 hat der Mann einfach nur genervt. Und er nervt heute bis heute komplett, aber wie viele Punkte gibt ihr dem ganzen Mist? Du hast doch nicht dein Match des Abends. Ach, Punk. Ja, du hast doch nicht dein. Achso, Punk, okay. Hab's nicht mitgekriegt. Match of Punkte. Hier will keiner Punkte geben. Oh, das fängt an in dem Fall ausnahmsweise. Außer das heißt, es ist immer so. Ich will nicht schon wieder. Ich bin Letzter, ich sage es euch gleich. Ja. Ich verweigere den Ersten. Ja, und ich mache keine. Du machst keine Punkte? Das gehört dazu. Wenn das so weitergeht, dann nicht. Ihr wollt ernsthaft, dass ich anfange? Ja. Mhm. Survivor Series! Der Opener! Das habe ich schon dutzende Male gesehen. Dafür war es okay. Werde ich mal nicht merken, allerdings. Das Damenmatch, das vergessen wir gleich mal. Das waren. Nein! Dann, was hatten wir als nächstes? Das Survivor Series Match? Mhm. Randy Orton mal wieder hier als der Terminator. Bis er dann vom T-1000 fast gekillt wird. In dem Fall wieder sogar gekillt. Naja, okay. War jetzt nicht grundlegend schlecht. Botchkara verletzt sich für 6 Monate Minimum. Super. Also mit dem Mann hat Triple H echt einen Glücksgriff gezogen, muss ich sagen. Ich dachte, da Triple H echt Pech. Ja, und mit dem anderen Griff, die ist noch ein paar Wochen schwanger. Super. Naja, egal. Was hatten wir dann? Dann hatten wir das World Heavyweight Title Match. Ja, für ein Big Man Match war es okay. Ja, definitiv. Del Rio Punk, ja, es war jetzt auch nicht schlecht. War auch solide, merke ich mir auch nicht für 20 Jahre. Und zum Main Event sage ich mal lieber nix.
Cage Match gibt dem Ganzen 8 Punkte. 8,2, glaube ich. 8,02. Im Moment, ja. Das kann ich nicht gehen. Dafür war mir kein Match gut. Ich habe auch schon überlegt. Ich weiß nicht, was die anderen Herrschaften geben, aber die Survivor Series bekommt von mir 5. 5? Dafür liebe ich den Özi, er ist einfach ehrlich. Da war nichts gut. Richtig. Und auch nur sehr wenig Scheiße. Okay, bin mal gespannt. Eddie hat mir gestern seine Zahl so in etwa gesagt. Ja, ich habe es jetzt nochmal leicht korrigiert. Ich habe eben auf Cage mit und habe dadurch auch nochmal den Durchschnitt gedrückt auf 8 runter. Ich habe mich nach langem Überlegen und auch nochmal nach drüber schlafen und so dann doch dazu durchgerungen, das zu geben, was ich als erstes geben wollte. Okay, aber willst du erst? Ja, ich will erst. Damen-Stinker. Zack Ryder war nicht da, Stinker. Gutes Match an sich war nicht schlecht, aber ich wollte gerne Ryder sehen und nicht Jomo. So, warum man ihm das Match gegeben hat, unnötig. Cena, ja, durfte wirken für The Rock, toll. So setzt man sein Top-Face ein. Unnötig. Big Ben Match nicht schlecht, aber auch nicht gut. Punk Del Rio, ja, keine, irgendwas, was mich wirklich interessiert, aber immerhin hat der Richtige gewonnen. Ich gebe dem Ganzen summa summarum. Ja, Survivor Series Match, das Einzige, was mich an dem Abend echt irgendwie positiv begeistern konnte. Also ansonsten für sich kriegt das Ganze von mir 6 Punkte. Darf ich ganz kurz fragen, warum hast du dann Punk in den Match of the Evening Award gegeben? Das war so, weil der Rest noch schlechter war. Ja, wenn du gerade das Survivor Series, wenn es dich begeistert hat, das Match? Sagen wir es mal so, es hat mich das Finish begeistert. Ach so, you know? Ach so war das gemeint. Okay. Hat mich, genau, ja. Okay, passt. Ja, dann ist das Damen-Match, nee. Ja, dann mache ich das Ganze, sage ich einfach mal kurz. Die ganze Card war mittelmäßig bis teilweise schlecht. Und der Main Event, bis auf das Punk-Match, das war ansehnlich. Bis auf der Main Event kommt dann noch, das war eigentlich 70%. John Cena worked und The Rock kommt gleich wieder im Ring. The Rock kommt gleich wieder im Ring. Oh mein Gott, wir sehen The Rock im Ring. Und Awesome Truth, die dann irgendwie mal total verheizt gegen die beiden werden, um weiter aufzubauen. 6 Punkte, ich muss mich Eddie voll und ganz anschließen. Da war nichts wirklich gut. Es war aber auch für mich zu gut, um nur auf 5 zu sein, weil es war ja jetzt auch nicht komplett scheiße. Also da haben wir schon Schlimmeres gesehen und besser bewertet. 6 Punkte. Für mich war es mies. Und zwar mies für 5 Punkte gesehen. Das hat gereicht. Naja, das ist ja auch eigentlich relativ wurscht, wer wie viel gibt. Es ist mir wurscht. Ganz ehrlich. Außer es ist Curry-Drop. Lassen wir das. Oh mein Gott, war der schlecht. Er ist aus Richie Guitar, verdammt. Na und? Wer? Richie Guitar ist ein Punk-Film. Achso, okay. Was kommt als nächstes auf dem Kanal? Das könnte man jetzt auch mal ganz kurz sagen. Ja, DVD-Abteilung? Ist da was in Planung? Das wird nicht verraten, weil das habe ich mit dir was Schönes geplant. Das ist was, Planung, ja. Natürlich. Gut, wird irgendwann mal in naher Zeit kommen. Ich glaube im Dezember. Was richtig. Gibt's dann noch? Was gibt's noch für Kategorien? Denn Indie-Talk, da habe ich mir auch was überlegt. Ösi, aber da will ich mit dir nochmal drüber reden. Das ist meine Kategorie. Ich kann dich von mir ausschmeißen und durch Odys ersetzen. Yay. Odys wollte bei einem Ding da sowieso dabei sein. Ja, okay. Was gibt's noch für Kategorien? Ja, oder ist eine dämliche. Ein Review auf die Karriere von. Und jetzt darf ich dir etwas sagen. Die Kategorie mit dem besten Namen sowieso. Der Name ist scheiße! Ist egal, ich kann dich rausschmeißen, wenn ich will. Und das per Eddie ersetzen. Nur scheiße, dass Eddie letztes Mal dabei war. Ist ja auch so vollkommen egal. Natürlich ist da auch einiges in Planung. Wir haben jetzt gerade Eddie Guerrero durchbehandelt. In Planung sind Shawn Michaels. Und Randy Savage und Billy Graham. Okay, und sonst kommen ja wieder die ganzen WWE und TNA. Ja, genau. Reviews. Das wäre dann auch das Jahr ist bald zu Ende, Leute. Es sind noch 2 letzte Pay-Per-Views vor uns. Schaltet bei Blow-Off ein, um noch mehr um den Ring herum zu erfahren. Blast uns ein. Blast mir einen! So, und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut da rein.